Jesus spricht über Versuchungen, Fehler, Hoffnung und Neuanfänge. 14. Januar 2017, Worte von Jesus an Schwester Claire, übersetzt und gesprochen von Jackie. Claire begann: Nun, meine liebe Familie, ihr seid alle eine Inspiration für mich. Ich bin ganz aufgeregt, mit euch zu teilen, was für ein schöner Sieg eure Gebete errungen haben. Die Person, die für uns gearbeitet hatte und die wir fälschlicherweise der Hexerei beschuldigten, hat dank eurer Gebete und der Intervention Gottes die Mission Gottes für ihr Leben begonnen. Sie hat ihre Berufung gefunden und eine Vision, auf welche ihr Herz reagiert hat. Wisst ihr, wie großartig es ist, wenn eine Seele den Weg für ihr Leben findet, den Gott beabsichtigt hat? Wisst ihr, wie beunruhigend es ist, ohne Sinn zu leben, ohne Leidenschaft, einfach blind von Tag zu Tag zu leben? Ich tat dies für 40 Jahre. Ich weiß, wie das ist. Nun, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Einer unserer Zuhörer kaufte durch die Inspiration des Heiligen Geistes ein paar Winterjacken für Kinder. Da ich seit der Veränderung bei unseren Assistenten keine Verbindungen mehr habe zu den indianischen Siedlungen in Taos, wusste ich nicht, was ich mit den Jacken anfangen soll. Der Herr bewegte mein Herz, sie der Person zu geben, die bei uns gearbeitet hatte. Sie hat gute Beziehungen zur Gemeinde und zu den Siedlungen. Ich wurde auch bewegt, ihr eine Spende zu geben. Gott ist so gut und ich konnte nicht herausfinden, warum. Also ging ich hinüber zu ihrem Haus, nicht wissend, ob er überhaupt an die Türe kommt. Aber die Mutter kam und sie holte ihn an die Türe. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, wie ich mich fühlte, als diese Person herauskam. Hier ist jemand, der fälschlicherweise der Hexerei beschuldigt wurde, zusätzlich zu den anderen Dingen, die uns veranlassten, getrennte Wege zu gehen. Ich fragte mich, wie ich wirklich fühle über diese Seele, nach allem, was vorgefallen war. Als ich sie jedoch zur Tür kommen sah, schmolz mein Herz. Es überraschte mich selbst, dass ich sie tatsächlich liebte, nicht nur als Entscheidung meines Willens, sondern von Herzen. Also gab ich ihnen die Jacken und die Spende und wir unterhielten uns. Nur Gott kann einen solch süßen Geist in eine solche Situation bringen. Und ich war so glücklich herauszufinden, warum der Herr mir sagte, ihnen eine Spende zu überreichen. Sie haben begonnen, den Armen auf jede erdenkliche Weise zu helfen, mit Nahrung, Kleider, Verbrauchsgegenstände, Feuerholz, Schulbücher, jeden Bedarf, den ihr euch vorstellen könnt, den arme Familien haben. Die Gemeinde hat außergewöhnlich gut reagiert auf sie und es war offensichtlich, dass dies ein Traum war, den Gott sandte und der Wirklichkeit werden sollte. Der Geist war so süß in jenen Momenten, dass ich mir absolut sicher war, diese Person war nicht involviert in Flüche. Ich entschuldigte mich bei ihnen, weil ich dachte, dass sie jene Botschaften vielleicht gehört haben und verletzt sind. Sie antworteten, dass sie den Botschaften zugehört hatten und wussten, dass ich meinen Fehler gestanden habe. Und sie waren nicht böse mit mir. Was für ein großartiges Ding der Herr für uns getan hat.
Und ich muss euch sagen, liebe Herzbewohner, es sind eure Gebete, die den Eisberg zum Schmelzen brachten, der zwischen uns stand. Und soweit es ihre Mission betrifft, haben eure Gebete geholfen, dass sie sich aufmachten, um den Willen Gottes für ihr Leben anzugehen. Also war die Konfrontation von all diesem Bösen notwendig, und weil ihr aus der Gnade heraus gehandelt habt und nicht gemäß dem Fleisch, hat eine weitere Seele die Bestimmung Gottes für ihr Leben gefunden. Jesus begann zu sprechen. Claire, da gibt es Zeiten, wo du dies ansprechen musst. Ich weiß, dass du es hast. Ich weiß, dass du Angst hast vor dem, was du fühlst, sagst oder tust. Aber du musst die Kunst erlernen, das Hässliche zu lieben. Was ich damit meine, ist das, um mit der Wahrheit umgehen zu können, muss Unwahrheit gemessen, gewogen und verurteilt werden. Da gibt es nichts Schönes an diesem Prozess. Wenn aber dein Herz liebt ohne Eigeninteresse, sondern nur um die Wahrheit besorgt ist, dann wird es dir wohlergehen und es wird den Weg ebnen, dass der Wert der Wahrheit wichtiger ist als jegliches persönliche Interesse. Also siehst du, du musst mit Unwahrheit und Sünde umgehen, genau wie ich es tat, ohne den zu verurteilen, der ihr zum Opfer gefallen ist. Nein, dein Ziel sollte sein, dem untergehenden Sünder einen Rettungsring zuzuwerfen und ihm zu helfen, aus jener Grube hinauszuklettern. Wenn du das einmal getan hast, hast du meinen Willen getan und du hast das gemacht, was ich tun würde. Siehst du, da gibt es keinen Weg darum herum, laut und deutlich zu sprechen, wenn ich dich dazu aufrufe. Wenn du einen Beweis willst, dass du recht hast, oder du eine einfache Wahrheit überbewertest, dann kommt das Problem, welches veranlasst, dass Urteil und Verurteilung eintreten. Die Teufel kennen diese feine Linie sehr genau und manipulieren sie geschickt. Das ist der Grund, warum du extrem wachsam sein musst, wenn du eine Botschaft von mir bekommst, bei der es um Sünde geht. Die Teufel wollen, dass du die Linie übertrittst und urteilst, weil das eine große Tür öffnet, durch welche sie hereinmarschieren und dich angreifen können. Und ein kleiner Einschub ihrerseits kann dich veranlassen, den falschen Weg zu nehmen. Sei also überaus wachsam, dich nicht von der Nächstenliebe und deinem Fokus zu entfernen, welcher ist, die Sünder aus ihrem Morast der Sünde hochzuheben, wie ich dich hochhebe, wenn du fällst. Abgesehen davon habe ich dich gerufen zu lieben, genau wie du geliebt wirst. Deshalb spreche ich diese Themen, die dem Bösen entspringen, selten an. Und wenn, dann mit dem Hauptziel, meine Liebe und Barmherzigkeit gegenüber dem zu demonstrieren, der fällt, genauso wie ich auch dir das Seil der Gnade oft zugeworfen habe, wenn du in eine clever ausgelegte Falle hineinfällst. Und dann lachte er und sagte, oder sogar in eine offensichtliche Falle. Ja, du hättest es besser wissen sollen, aber was Gutes bringt es, dich darauf hinzuweisen? Ich muss deine Aufmerksamkeit auf die Hoffnung hinlenken. Warum würde irgendjemand wieder aufstehen wollen, wenn er gefallen ist, wenn es keine Hoffnung gäbe? Hoffnung entspringt der Liebe und dem Wissen um meine Güte und dass ich nicht kam, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Nun, so oft ihr auch fällt, es geht nicht wirklich um eure Unwürdigkeit und Schwachheiten,
sondern um eine bedingungslose Liebe und die niemals endende Hoffnung auf eine bessere Zukunft beim nächsten Mal. Dies sind die Lektionen, die ihr hinaustragen müsst in diese dunkle Welt. In dieser speziellen Situation hast du es mit einer Grube zu tun, in welche jeder hin und wieder hineinfällt. Die Wurzel dieser Angelegenheit ist Angst und das Gegenmittel heißt Vertrauen in mich und meine Barmherzigkeit. Du ermutigst so, wie ich dich ermutige, wenn du dich in einem Durcheinander dieser Größenordnung befindest. Ja, es ist komplex. Ja, es ist bedrohlich. Ja, da gibt es viel Eigeninteresse, das davon abhängt. Ja, Menschen können sich am Boden zerstört fühlen, wenn sie einen großen Fehler machen, der andere verletzt. Hier spricht der Herr über mein Problem betreffend dem Prüfen und Erkennen. Aber alle von euch, meine Christenkinder, ihr müsst lernen, würdevoll zu fallen und würdevoll aufzustehen, wiederhergestellt durch meine Vergebung. Und im Übrigen, dies ist mein Gegenmittel für eure Fehler. Habt keine Angst, auf eine Situation zu blicken und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Denn wenn ihr aufsteht, werdet ihr umso informierter und geschickter sein beim Prüfen und Erkennen. Da kann es kein Wachstum geben ohne Fehler. Eine Seele muss die Freiheit haben, einen Fehler machen zu dürfen und dann wieder völlig hergestellt zu werden. Eine Seele kann nicht wachsen, wenn sie die Möglichkeit umgeht, einen Fehler zu begehen. Ich will, dass ihr alle wächst im Prüfen und Erkennen. Das ist der Grund, warum ich es so einfach mache für Claire, sich wieder zu erholen nach einem Fehler. Ich will, dass ihr frei seid, etwas zu vermasseln, ohne etwas zu verlieren aus meiner Sicht. Wenn eure Augen auf die Menschen fokussiert sind, wollt ihr ein Versagen nicht zugeben, weil ihr wisst, was Menschen anderen Menschen antun, die nicht perfekt sind. Sie stellen sie bloß und dann reißen sie sie in Stücke. Nicht so in meinem Königreich. Wenn jemand einen Fehler macht, so ist es ein Zeichen von Wachstum und sich über die natürlichen Grenzen hinauszuwagen. Da er Vertrauen hat in meine Fähigkeit, ihn zu führen, wisst ihr, dass ich euch manchmal eine Falle stelle, damit ihr einen Fehler macht? Es steht geschrieben, dass ich euch nicht in Versuchung führe, aber ich nehme meinen Schutz von euch und erlaube den Teufeln, euch zu versuchen. An jenem Punkt hatte ich ein Bild einer kleinen Vierjährigen vor mir, die auf einem Gehsteig neben ihrem Vater herging. Sie stolperte über einen Riss im Gehsteig, fiel hin und schürfte ihr Knie auf. Dann schaute sie auf zum Vater und sagte, »Warum hast du es mir nicht gesagt, Daddy?« Er antwortete ihr, weil du lernen musst aufzupassen, wo du hintrittst und wo du deine Füße anheben musst, Kleines. Jesus fuhr weiter. Ich mag keine geschürften Knie, das kann ich euch sagen. Ich hasse jegliches Leiden, aber man muss die Gefahren beim Gehen zuerst kennenlernen. Bevor man konfrontiert wird, mit einem 15-Meter-Sturz, weil eine Fußgängerbrücke fehlt und man nicht aufgepasst hat. Ihr solltet eure Versagen wie Rangabzeichen tragen, weil sie die Geschichte erzählen von jemandem, der sich hinauswagte auf neues Territorium.
jemand, der mutig war und eine Kugel riskierte. Verwundet im Kampf und völlig wiederhergestellt, aber jetzt viel cleverer. Klug wie eine Schlange, aber sanft wie eine Taube. Das geschieht nur, wenn ihr frei seid, Fehler machen zu dürfen und genau wisst, dass ihr wieder eingesetzt werdet. Und jetzt habt ihr alle einen wunderbaren Durchbruch erzielt. Ihr habt für die Seele gebetet, die so viel Unordnung verursacht hatte in Claires Mission. Ihr dachtet, dass derjenige weitermacht und böse Mächte nutzt gegen sie. Und dann habt ihr herausgefunden, dass die Person unschuldig war und dass sich ein Fehler beim Prüfen und Erkennen einschlich. Aber aufgrund eurer Gebete ist diese Person nach einem Fall wieder aufgestanden und dem Ruf gefolgt, den ich tief in ihr Herz gepflanzt habe. Dies ist eine gute Frucht aus einer schlechten Situation und es ist meine Freude, Böses in Gutes zu verwandeln. Ihr habt alle diese Situation gut gehandhabt, wie ich es getan hätte, mit Gebet für die Person. Und aufgrund eurer Gebete hebe ich sie hoch, um ein Segen zu sein für andere. Im Himmel werdet ihr teilhaben an dem Segen, den sie anderen gebracht haben, während ihrer Lebzeit. Niemand ist nur gut oder nur schlecht. Alle von euch können versucht werden. Die Frage ist, was ist euer Preis? Weil ihr mich liebt und euch auf mich verlässt und eure Zunge von Bösem zurückhält, beschütze ich euch vor einer Versuchung, die überwältigt. Wenn ihr euch aber für besser hält als andere, lasse ich immer größere Versuchungen zu in eurem Leben, um euch zu beweisen, dass ihr keinen Deut heiliger seid als alle anderen. Dies ist die große, ausgleichende Kraft. Alle haben einen Preis, alle haben Schwächen. Es sei denn, dass euer ganzer Wert in mir ist. Und das ist etwas, was Petrus über sich selbst herausfand, als ich festgenommen wurde. Mir geht es um Hoffnung und Neuanfänge, wenn ihr durch eine Prüfung gegangen seid. Prüfungen bereiten euch vor für die nächste Stufe und mit der Beförderung werdet ihr mit größeren Fähigkeiten ausgestattet, euch selbst und die Tricks des Feindes zu überwinden. Habt also keine Angst zu fallen, fürchtet euch nicht vor einem Versagen. Fürchtet euch vor dem Leugnen, vor geistiger Blindheit und vor einem unbelehrbaren Geist. Dies veranlasst euch immer wieder, um den gleichen Berg zu marschieren in der Wüste, wenn ihr einfach darüber hättet gehen können und in einem oder zwei Tagen im Paradies wärt. Blickt auf mich, meine Kinder, blickt auf mich. Ich bin ein gütiger und liebevoller Vater. Ich verehre meine kleinen Vierjährigen. Ich verehre euch. Ich gehe überall hin mit euch. Ich verteidige euch vor den Bösen, mehr als ihr es jemals wissen werdet. Ich freue mich, wenn ich sehe, wie ihr heranreift und erwachsen werdet. Es tut mir weh, wenn ich sehe, dass ihr immer wieder die gleichen Fehler macht. Also gewähre ich euch die Schätze meiner Gnaden, um euch in eure Träume hineinzuführen. Es ist nicht alles verloren, wenn ihr fällt, aber Satan möchte, dass ihr so denkt, damit ihr von mir wegrennt, anstatt zu mir. Habt keine Angst zu fallen. Ich bin hier an eurer Seite. Ich werde euch hochheben, euch reinigen und all eure Träume wiederherstellen für euch. Ich bin mit euch. Ich liebe euch. Ich bin für euch. Ich bin ein liebender Vater.